Da ist ja der Tee, den ich brauche. Jetzt schnell zurück zum Schloss. Ich schätze. Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Ich nehme den Mopp mit. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser. Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkaufen. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Ich schon. Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ich weiß nicht, was alte Damen am Stricken finden. Vielleicht wollen sie damit einfach nur die Zeit totschlagen. So viel zum Thema Nacktheit. Läuft. Ich lege den Wischmopp direkt über den Abfluss. Grundlos sollte ich das Badezimmer lieber nicht unter Wasser setzen. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große.
verzierter Zaun oder eine Art... Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Ich bin mir fast sicher, dass... Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der... So viel zum Thema Nacktheit in England. Hier sind gleich vier nackte Menschen. Eine Karte der G5 Mordschauplätze. Sie ist gerade so fleißig. Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon wieder? Sally behauptet, sie wären heute Morgen mit dem Wagen unterwegs gewesen. Sally sollte ihre Nase wieder in die Klatschzeitschriften stecken, wo sie hingehört. Sie sind heute Morgen also nicht mit dem Wagen fortgefahren? Das habe ich doch schon gesagt. Ich glaube ihr nicht. Wer von den alten Leuten sollte schon den Wagen fahren können, ohne dass Louis etwas davon bemerkt? Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Ich kenne mich schon nicht mit amerikanischen Wagen der letzten 10 Jahre aus. Mein Wissen über englische Autos aus der ersten Jahrhunderthälfte ist... Am Brunnen ist nichts, was... Leer. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ich sehe nichts, was von Interesse ist. Diese Steinfigur. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Die Steinfigur zeigt, ich kann nichts Auffälliges. In England scheint man etwas lockerer mit. Zu genau muss ich mir das aber. In England scheint man. Im Dorf warten keine ab. Nicht nötig. Ich habe ja jetzt mein Privat. Hinter der Tür soll angehen. Und solange ich den Schlüssel für die.
Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brandeinsturz gefährdet sind. Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Das Schloss ist sehr schön, aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie. Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Fogg. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Und das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat. Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ich habe gerade keine wichtigen Fragen. Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht nerven. Das ist der Stammbaum der Familie. Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg. Die Tür ist abgeschlossen. Grundlos sollte ich das bauen. Wahnsinn ist vererbbar. Was ist los mit mir? Was sind das für Visionen? Samuel hatte ein Buch in der Hand. Und er hat auf diese Fliese dort gedeutet. Die Vision hat auf diese Fliesen gedeutet. Da tut sich gar nichts. Die Vision, da tut sich gar nichts. Oh! Dahinter ist ein Hohlraum. Eine handgeschriebene Seite aus einem Buch. Sie scheint aus dem Tagebuch von William Gordon zu sein, mit Ergänzungen von seinem Enkel Samuel. Soweit ich weiß, haben sich beide von einem der Türme des Schlosses gestürzt. Ob Samuel die Seite zuvor rausgerissen und versteckt hat? Aber wieso?
Auf der Seite sind viele kleine Pyramiden oder Dreiecke im Kreis hingekritzelt. Drei davon durchgestrichen. Irgendwo hab ich. Der Boden ist wieder blitz. Das scheinen die gleichen Pyramiden zu sein, die auf. Mal sehen. Sie lassen sich reindrücken. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Stadt. Fertig. Aber es tut. Wusste ich's doch. Ein Geheimfach. Und da drin liegt. Die zweite Mosaik. Was tun Sie da, Sir? Ich. Oh, ich habe mir nur dieses Fach hier angesehen. Ungewöhnlich, oder? In der Tat. An der Stelle befand sich sonst immer eine Steintafel. Vielleicht hat sie jemand entfernt? Ich werde Sally danach fragen. Puh, das war knapp. Lady Victoria. Gut, Bates. Ruhen Sie sich eine halbe Stunde aus. Keine Diskussion. Mr. Bates? Ja. Lady Victoria. Ja, Sir. Sie erscheint mir etwas verbittert. Sie ist eine würdige alte Dame, die eine größere Last schultern muss, als ich ihr wünsche. Der Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne? Die Morde? Der Verfall des Schlosses? Das Aussterben der Gordons? Sie sagen es, Sir. Was können Sie mir über Lady Eleanor erzählen? Warum fragen Sie sie nicht selber, wenn Sie etwas wissen wollen? Ich hätte gern Ihre Meinung gehört. Was glauben Sie, warum sie Louis nach dem Tod ihres Mannes mit hierher gebracht hat? Was wollen Sie damit andeuten? Doch nicht etwa. Also, Sir, ich muss doch bitten. Lady Eleanor ist eine Lady. Entsprechend kümmert sie sich angemessen um ihre Bediensteten. Louis hätte keine neue Anstellung bekommen. Er ist schon zu alt. Wir bieten ihm hier eine Art
Altersruhesitz. Aber glücklich scheinen weder Louis noch Lady Eleanor mit dieser Entscheidung zu sein. Man könnte meinen, sie schulde ihm etwas. Davon wüsste ich und kann Ihnen sagen, dass dem nicht so ist. Geht es Ihnen nicht gut, Mr. Bates? Es geht schon. Es geht schon. Vielleicht sollten Sie sich hinlegen. Ich lege mich schlafen, wenn ich Zeit dazu habe. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Sally könnte sie erledigen. Ha! Das wage ich stark zu bezweifeln. Sie halten nicht viel von Sally, oder? Ich halte nicht viel von ihrer Arbeit. Warum haben Sie sie dann eingestellt? Es war nicht meine Idee. Madame hat darauf bestanden, dass wir eine Entlastung einstellen. Anscheinend keine sonderlich gute Wahl. Es wird nicht lange dauern, dann hat sie genug und verschwindet wieder. Mir ist eine große, verschlossene Tür im Erdgeschoss aufgefallen. Davon würde ich mich fernhalten, Sir. Warum? Es hat vor Jahren in den Räumen darüber gebrannt. Die Schäden wurden nie richtig behoben. Regenwasser hat die Wände angegriffen und die Balken faulen seit über 20 Jahren vor sich hin. Ich befürchte, in diesem Flügel herrscht Lebensgefahr. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Was war das für ein Brand, der den verschlossenen Flügel zerstört hat? Eine schreckliche Tragödie, wie wir hier zu viele erleiden mussten. Es ist jetzt 24 Jahre her. Master Samuel und seine bezaubernde Frau Catherine hatten geheiratet und waren gerade ins Schloss gezogen. Wir hofften, dass er eines Tages das Schloss von seinem Vater übernehmen und uns einen Stammhalter schenken würde. Doch dann, sie lebten noch kein halbes Jahr hier, kam es zu dem Brand. Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nein. Master Samuel verlor seine Frau bei dem Feuer und verschwand für die nächsten 12 Jahre. Der Schlag hat ihn tief getroffen. Gab es beim Brand weitere Opfer? Verletzte vielleicht? Unsere damalige Köchin entdeckte den Brand als erste und versuchte, die junge Miss Gordon aus den Flammen zu holen. Sie wurde von den Flammen eingeschlossen und wäre wohl selber verbrannt, hätte sie sich nicht mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Sie verletzte sich dabei stark am Rücken und musste uns daraufhin verlassen. Warum interessiert es Sie, was vor so vielen Jahren hier geschah? Immerhin wurde die junge Frau am Leuchtturm auch verbrannt. Ich halte den Zusammenhang für weit hergeholt. Was war er für ein Mensch, dieser Samuel Gordon? Sein Vater hat ihn früh auf ein Internat geschickt, weil er ein sehr störrisches, wildes Kind war. Im Internat besserte sich sein Verhalten. Die Lehrer beschrieben ihn als intelligenten, aufgeweckten und freundlichen Menschen. Und so erlebten wir ihn auch in den Ferien. Nach der Schule lernte er Miss Catherine kennen. Eine wunderschöne und herzensgute Frau. Sie heirateten und das Glück schien vollkommen. Schien? Nun, es gab Streit, als sie hier wohnten. War er gewalttätig?
ihr gegenüber? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte schon. Miss Catherine war unglücklich und hätte es nicht immer wieder auch wunderbare Momente gegeben, hätte sie ihn vielleicht verlassen. Damals hätte es uns schon auffallen können. Die zwei Gesichter des Samuel Gordon. Mal der liebende und fürsorgliche Ehemann, mal der arrogante und gewalttätige Egomane. Nach dem Tod seiner Frau schien diese böse Seite verschwunden zu sein. Er besuchte uns nicht, aber gemeinsame Bekannte schilderten ihn als tief traurig und gebrochen. Bis er zurückkehrte und unschuldige Menschen abschlachtete. Es ist schrecklich. Wir machen uns alle Vorwürfe. Vielleicht wollten wir nicht wahrhaben, dass die böse Seite seiner Seele zurückgekehrt war. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir.